Ein Arm der Defense als auch die Stürmer beider Teams auf eine extreme Geduldsprobe gestellt hat. Einschussmöglichkeiten en masse auf beiden Seiten. Füchse und Huskies ließen hochkarätige Chancen ungenutzt. Exzellente Torhüterleistung von Fuß und Ondraschek auf Kasslers Seite sowie Björn Linder von den Füchsen ließen Stürmer und Fans verzweifeln. Wenn man diese Szenen sieht, fragt man sich, ob an diesem Abend überhaupt Tore fielen. Sie fielen. Das erste leider für die Füchse. Im Powerplay war in der vierten Minute Norman Hauner für die 0:1-Führung verantwortlich. Im zweiten Spielabschnitt ging es dann plötzlich ganz schnell. Ein Doppelschlag in der 30. Minute schockte alle Husky-Fans. Daniel Huhn lässt mit einem klasse Pass zu Mats Schobel gleich drei Huskies alt aussehen. Schobel schießt den Puck durch die Schoner 0:2. Sekunden später eine 2:1-Situation der Füchse. Fischbuch auf Preibisch 0:3. Danach kam Adam Ondraschek für Martin Fuß ins Tor. Keiner weiß warum, aber auf einmal lief alles besser bei den Schlittenhunden. Die Huskies im Powerplay. Robbie Tate zieht ab, Linda hält den Puck nicht fest. Alexander Heinrich setzt nach. Der Anschlusstreffer ist perfekt. Durch dieses Foul von Breitkreuz an Robbie Tate sind die Huskies wieder in Überzahl. Kostrejew nutzt den Freiraum der Überzahl mit einem klasse Schuss. In den rechten Giebel stellt er den Anschluss zum 2:3 her. Trotz unzähliger guter Chancen für die Huskies fiel im zweiten Abschnitt kein Tor. Mit 2:3 ging es in die Pause. Beste Einschussmöglichkeiten für die Huskies im letzten Drittel. Sie fanden aber alle nicht den Weg ins Tor. Auch nicht mehr mit 6:4 Überzahl in den letzten 2 Minuten. Es half alles nichts an diesem Abend. 55 Sekunden vor Schluss machten die Füchse den Deckel auf den Topf. Zielkowski schießt den Puck ins leere Tor und trifft zum 4:2 Endstand für die Füchse. Klusanok und Schmidt fanden das noch nicht aufregend genug. Kraft für einen Faustkampf war jedenfalls noch da. Jetzt haben die Kassel Huskies ein reines Endspiel in Halle. Dort muss man nach 60 Minuten als Sieger vom Eis gehen. Sonst ist der Traum von den Playoffs und auch die Saison zu Ende.